Das Valentinstags-Event hat begonnen und zwar so richtig bei mir mit einem Shiny, mit einem 100er. Ich werde später noch was entwickeln. Außerdem Bonusinfos dazu, die man wissen sollte, die Feldforschungen. Eine neue Box im Shop. Niantic hat ein besonderes, legendäres Pokémon auf Social Media angeteasert und mehr. Ist ein relativ kurzes Event, nur bis zum 14. Februar. Und ich habe ein Shiny bekommen, Marmolida. Echt genial, das dürfte so eine mittelmäßig geboostete Rate haben, also definitiv nicht 1 zu 500 oder so. Also ich drücke allen die Daumen. Im vorherigen Video habe ich schon die grundlegenden Infos, Boni, Pokémon in der Wildnis und so weiter vorgestellt. Die genauen Feldforschungen haben wir jetzt natürlich auch schon. 3 Kumpelherzen verdienen, erinnert mich so ein bisschen an Let's Go Pikachu Evoli, gibt entweder Pikachu oder Evoli. 5 Bären beim Fangen verwenden, ein Trassler. 231 ist hier die Zahl, die man haben möchte. 5 Pokémon fangen, gibt einen Libiskus, einen Raid gewinnen, Quabbel, männlich oder weiblich, können leider nicht shiny sein, alle anderen hier schon. Dann 5 großartige Curvebälle hintereinander. Das ist tatsächlich die Feldforschung geblieben für Pandir mit der Herzform. Und wer shiny Marmolida jagen möchte, 20 Libiskus fangen. Ich erinnere mich, die war mal mit Chanera in einem der vergangenen Jahre. Chanera taucht aber auch ganz akzeptabel in der Wildnis auf. Bin ich zufrieden. Ordoch habe ich auch schon bekommen, aber jedes zweite flüchtet gefühlt. Ich habe eine goldene Himbeere mit Hyperball. Und das Ding haut mir einfach ab. Es ist so krass. Aber es würde 2000 Sternestopp geben, beziehungsweise eigentlich 2100 plus Wetterboost und was man sonst noch so alles erhält. Und das neue Pokémon Flabébé habe ich, glaube ich, schon so 40 Mal gefangen, aber nur ein einziges Mal eine andere Farbe als Rot. Nämlich das Weiße. Die sind schon selten. Also wer in diesen paar Tagen wirklich nur eine kurz öffnet und reinschaut, wird vermutlich gar nicht alle 3 Formen bekommen können. Weiß und Orange, gefühlt sehr selten bei mir. Im Shop haben wir eine einmalig erwerbbare Box. 3 Raidpässe, 20 Pokebälle, ein Knursp und 3 Lokmodule für 300 Münzen. Die 3 Lokmodule halten ja im Event eine Stunde anstelle von 30 Minuten. Ja, ist jetzt nicht ultra schlecht, ist jetzt aber nicht so heftig, dass man sagen würde, oh, ich wünschte, die könnte man unendlich oft kaufen, weil dann würde ich 5-mal die anstelle von einer großen Box nehmen. Wenn man mit den 3 Lokmodulen neben den Raidpässen auch noch was anfangen kann, dann ist sie ganz akzeptabel. Und dann hat Niantic die Pokémon Go Tour Johto ein bisschen auf Social Media beworben. Und was sieht man da? Ein Krypto-Ho-Oh, aber sieht das irgendwie anders aus? Oder ist es der ganz normale Schatten? Ich meine, komplett überwältigt hätte mich das besondere XD-Krypto-Lugia. Mal schauen, was es damit auf sich hat. Aber man sieht auch einen Primärball. Also wird man das vermutlich von irgendjemandem bei Team Go Rocket oder so fangen können. Oder auch im Raid. Würde natürlich auch passen. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Im Code wurde auch ein bisschen was gefunden. Nämlich die besonderen Attacken von Lugia und Ho-Oh. Da gibt es Plus-Versionen und Plus-Plus, die dann zum Glück im PvP noch immer den gleichen Schaden verursachen und alles, aber im Raid stärker sind. Die Plus- und Plus-Plus-Varianten. Hört sich ein bisschen Pay-to-Win an. Der Schilling, Alter. Abwarten und Tee trinken, würde ich mal sagen. 44 Stück habe ich. Kleine Info am Rande, ich weiß nicht, ob Niantic das noch ändert, aber man muss vorher entwickeln und danach die Kumpelherzen sammeln. Wenn man mit Flabébé die Kumpelherzen sammelt, kann man nicht entwickeln, sondern muss sie dann nochmal sammeln, sozusagen, falls das verständlich war. Ich werde jetzt die Form von meinem Quaffwaff ändern. Das habe ich noch nie getan, glaube ich. So, nehme mein 100er und werde die Form ändern, dass diese Silhouette verschwindet. Ich habe das noch nie gemacht. Hier, ja, sieht man. Herzchenschnitt muss man rüber scrollen, falls man das nicht sieht. Na, und Form ändern, das dürfte nur im Valentinstags-Event zur Verfügung stehen, diese Möglichkeit. Da tut sich wirklich gar nichts, das ändert keine Werte oder so, sofern ich weiß, sondern nur Aussehen. Nur optischer Natur ist das Ganze. Und jetzt habe ich hier ein Herzchenschnitt, Quaffwaff und eine weitere Sache habe ich noch am Start. Trassler, was habe ich vorhin gesagt? Genau richtig, es muss 231 sein. Und das war es heute in einer Feldforschung und sogar männlich. Die Männlichen werden auch zu Galagladi. Ich habe, sehen wir uns mal die ganze Familie an. So, ein 100er habe ich noch hier, aber ich glaube, das ist, oh, das ist auch männlich.
Will ich das alte hier entwickeln? Ich möchte jetzt auf jeden Fall eines mit der Attacke auch haben. Auch wenn sie nicht wirklich top ist, aber genau, das ist mein Level 50er Gardevoir. Setze ich ganz gern mal in Arenen rein. Hat sogar Synchrolärm. Und weil Galagladi auch irgendwann mal eine Entwicklung, eine Mega-Entwicklung abbekommt. Ja, möchte ich haben. So, Synchrolärm, ich kann es ja noch immer verlernen. Wenn man schon die Gelegenheit dazu hat, die Attacke zu bekommen, dann mache ich das auch direkt mal. Das hat mich auch ein bisschen geflasht. Ich gebe immer vor dem Verschicken zumindest 4 Sterne ein, weil beim Verhandbewerten kann ja auch mal irgendwas durchrutschen, sage ich mal so. Und Entwicklung, Abfahrt. So, immer 4 Sterne und plötzlich taucht hier einfach so ein Trassler auf. Freut mich. Genau, Valentinstags-Event sehr ballintensiv, muss ich sagen. Also wirklich, angefangen von Quaffwaff, Miltank, Chanera, na Ordoch. Die brechen so häufig aus, da gehe ich sogar nicht wegen der Erfahrungspunkte oder so, sondern einfach nur aus Spaß an der Freude auf eine fabelhafte Würfe, dass die auch besser drin bleiben. Hey, und das pushen wir sofort. Na komm, was kostet die Welt? Ach, das hat identische WP. Na stimmt, haben die identischen Stats? Das wird komplett nach oben gepowert. Heftig. Hey, das kann ich auch dann in Arenen setzen. Das muss ich, glaube ich, zum Kumpel machen. Und fügen wir noch eine Attacke hinzu. Bin ich gerade richtig in Gönnerstimmung? Nahkampf, aber Fußkick. Ne, glaube ich, möchte ich nicht haben. Wenn die Leute in den Arenen dann kämpfen mit ihren Kampf-Pokémon, genau, möchte ich sie verwirren mit Konfusion. Trassler und 4 Sterne. Eines habe ich also, das neue hebe ich mir hier auf. Für schlechte Zeiten. Und jetzt wollte ich noch eine Sache machen. Den direkten Vergleich. Sehen wir uns das mal an. Ich meine, man erkennt es nicht so gut, aber bin ich doof oder sieht das anders aus? Das ist doch nicht einfach nur diese Krypto-Aura, die ganz normale, in dem Teaser. Ich meine, ich habe das Ticket sowieso schon gekauft. Wir werden es dann bald erfahren. Spätestens bei der Pokémon Go Tour Johto. Und hier noch die 70 Millionen Geschenke, wo ich gerade aufnehme. Sind wir bei 52 Millionen. Ich habe 75 gerade. Ich will nichts spoilern oder leaken von, oder? Komm, machen wir hier. Oh, Schickeria, 155 schon. Sabrina spielt 127 auch. Fleißige Freunde hier. Und danach dreifache Bonbons fürs Verschicken. Kann man natürlich überlegen, was will man da verschicken? Oder welche Pokémon tauscht man lieber für ein garantiertes XL? Zum Beispiel Chanera hört sich natürlich genial an. Verschicken, direkt 3 Bonbons. Aber die werde ich doch wegtauschen. Jetzt in der Jahreszeit gibt es noch ein garantiertes XL beim Tauschen. Legendäre kann man verschicken jetzt so. Die kann man sowieso nicht. Mehrmals tauschen ist ein Spezialtausch. Auf der anderen Seite habe ich da auch Kommentare gelesen. Denkst du, es wird wieder ein Bonus kommen mit erhöhter Chance auf XL? Das könnte man natürlich auch berücksichtigen, dass man, ich weiß nicht, Registil, möchte man unbedingt ganz viele XL-Bonbons haben, dann verschickt man das nicht jetzt, sondern wartet, bis vielleicht irgendwann, keine Ahnung, wurde noch nichts angekündigt, mal ein Bonus kommt, wo man mehr XL oder erhöhte Chance auf XL beim Verschicken hat. Das wollte ich am Ende auch noch erwähnen, dass man das vielleicht in seine strategische Planung mit einbeziehen kann. Die, wo man XL haben will, wegtauschen, alle anderen jetzt dann auf jeden Fall noch im Event verschicken. Gute Gelegenheit, mal komplett die gesamte Pokémon-Box auszumisten. Für die Folge soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.